DEL2-Punktspielwochenende gegen Bad Nauheim und gegen Krimmitschau. Und wir wollen natürlich bei unserem Cheftrainer nachfragen, wie es erstmal mit Blick auf den Kader aussieht. Franz Dominik Graffentin musste gestern ins Krankenhaus gebracht werden. Kannst du schon was sagen, ob er fehlen wird und vielleicht wie lange? Ja, der Dominik hat sich gestern verletzt noch im Check. Er wird sicherlich die nächsten Wochen nicht spielen. Wir wissen jetzt noch nicht, was genau ist. Es wird heute noch festgestellt. Schade für ihn, er war jetzt auf einem guten Weg, in eine gute Form zu kommen. Aber das hilft uns nichts mehr, wir müssen trotzdem spielen. Kommen wir zu den Gegnern. Bad Nauheim kommt am Freitag nach Dresden, am Sonntag geht es nach Krimmitschau. Wie erwartest du die beiden Mannschaften? Ja, ich denke, die Spiele vorher gegen Nauheim haben eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, ungeachtet der Ergebnisse. Das war also sehr gutes Hockey, was wir da gespielt haben. Die Mannschaft hat sich auch ein bisschen verändert. Die haben die Spieler wieder zurück, die verletzt waren, und haben jetzt auch gute Ergebnisse erzielt. Jetzt 7-0 in Weißwasser gewonnen, auswärts. Ob das dann der Maßstab ist, weiß ich nicht. Also was man so auf Video gesehen hat, haben sie schon sehr viele Geschenke bekommen. Wir müssen halt schauen, dass wir einfach unsere Chancen nützen. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Krimmitschau am Sonntag? Gut, Krimmitschau ist Derby. Wir sind ziemlich mit den Punkten ziemlich gleich. Derby ist immer speziell. Da kannst du immer nie aussagen, da ist die Chance 50-50. Wenn wir unser Spiel spielen, dann bin ich mir auch sicher, dass wir das Spiel ziehen. Blicken wir schon mal ein bisschen voraus auf die nächste Woche dann. Da steht nur ein Auswärtsspiel für euch an. Wie wichtig ist das jetzt nach der hohen Anzahl von Spielen vielleicht auch mal eine Woche tatsächlich dann mehr fürs Training zu investieren? Ja, wir haben natürlich jetzt durch die 6 Niederlagen die Reihen etwas umgestellt. Die müssen sich ein bisschen zusammenspielen. Das ist sicherlich wichtig, dass man sagen kann, okay, wo geht der Weg hin, was müssen wir verbessern, vielleicht mehr Schusstraining machen oder wir müssen schauen, was wir jetzt speziell verbessern können. Und du hast auch zwischen die Spiele, wenn du Überzahl verändern willst, dass die Automatismen kommen, ist halt sehr schwierig. Dann viel Erfolg fürs Wochenende und vielen Dank. Du,